Wie ein Ausguck ragt der Richtfunkmast im thüringischen Kaula über die Landschaft. Er versorgt die umliegenden Gemeinden mit dem Internet, installiert in Eigenregie. Nach 5 Jahren eigentlich betteln, ob DSL-Anschluss technischerweise möglich und machbar ist, gab es immer noch keinen Erfolg. 2 Tüftler machten sich dran und zapften das Festnetz im rund 6 Kilometer entfernten Zimmern an. Das WLAN-Signal wird dort per Richtantenne gebündelt und in die entfernten Gemeinden übertragen. Ein Breitbandausbau bislang nicht geplant, es lohnt sich nicht. Diana Plassberg vermittelt aus dem brandenburgischen Eisenhüttenstadt Schweißexperten europaweit. Das Internet ist für die 4 Beschäftigten und 38 Zeitarbeiter die Lebensader, Recherche, Aufträge, Formulare. Hier im Unternehmen sind 2 ISDN-Anschlüsse und darüber ins Internet gehen war vor Jahren noch möglich, aber auch sehr begrenzt, geht ja jetzt gar nicht mehr, weil die Datenvolumen einfach viel zu groß sind. Mit 4 solcher UMTS-Einheiten hält sie den Betrieb am Laufen für 40 Euro pro Monat für einen Stick. Grün leuchtet die bundesweite Abdeckung mit einer Datenrate von 1 Megabit. Schnelle 16 Megabit gibt es vor allem in den Ballungszentren. Um auf dem Land das YouTube-Video der Kanzlerin zu sehen, braucht man Geduld. Die hat schnelles Internet für alle versprochen. Deshalb hat die Bundesregierung eine Breitbandstrategie aufgelegt, die sicherstellen soll, dass nicht nur in den Ballungszentren, sondern genauso im ländlichen Raum der Zugang zum Internet möglich sein wird. Bis 2014 verspricht die Bundesregierung, dass 75% der Haushalte mit Bandbreiten von sogar 50 Megabit versorgt sind. Wir sind noch meilenweit von diesen Zielen entfernt. Wir haben ja noch nicht mal eine vollständige Abdeckung mit einer Grundsicherung für alle Haushalte. Und selbst der Monitoringbericht der Bundesregierung weist aus, dass ohne zusätzliche Maßnahmen die Ziele nicht erreicht werden können. In den nächsten Jahren wird der Datenverkehr durch Musik- und Videostreaming enorm wachsen. Der flächendeckende Ausbau des Netzes kostet Geld. Die Telekom zieht da die Reißleine und drosselt das Datenvolumen. Weniger Einnahmen und in die Zukunft zu investieren, das passt nicht mehr zusammen. Die Gratiskultur, dass das Internet nichts kostet, stimmt einfach nicht. Es sind hohe Investitionen erforderlich. In den thüringischen Gemeinden hat sich jedenfalls die Privatinitiative im Zusammenspiel mit dem regionalen Netzanbieter bezahlt gemacht. Gaststätten und Tourismus profitieren und vor allem die Jungen bleiben im Ort.